Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Full Face mit NYX-Produkten. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Jo, ich habe eigentlich eine neue Palette gehabt, und zwar die NYX Ultimate Palette, diese kleine hier. Und habe mich gefragt, wie ich das am besten irgendwie euch präsentieren kann. Und so kam es dazu, dass ich dann einmal durch meine Sammlung durchgeforstet bin. Das ein oder andere hatte ich auch schon da tatsächlich. Und ja, genau. Und bei manchen Sachen muss ich etwas kreativ werden, aber wir schaffen das schon. Ich werde verwenden die Pinsel von BH Cosmetics und das Schwämmchen von Real Techniques. Genau. Ja, habe mich hier vorbereitet. Ein Kaffee steht hier, mein Getränk steht hier, ein Handtuch liegt hier zum Pinsel ausputzen. Und beginne mit dem NYX Marshmallow oder The Marshmallow Primer. Das ist ein ganz cooles Teil. Also, ich habe den auch schon, ne, wie gesagt, schon länger da. Ich dachte erst so, ja, auch wenn man die Konsistenz sieht, ich weiß nicht, ob das so wirklich feuchtigkeitsspendend ist. Ist der aber. Das ist halt, ne, man sieht es auch auf dem Gesicht, eine schöne Creme. Natürlich habe ich meine Feuchtigkeitspflege und so schon auf meinem Gesicht. Das ist auch schon mehrere Stunden eingezogen. Und ja, jetzt kommt der Primer einfach mal drüber und der ist echt toll. Der ist nicht so wie der Hydra Primer zum Beispiel von NYX, der wirklich auch so eine leicht kühlende Wirkung dabei hat. Das ist einfach wie so eine feste Creme. Mega angenehm. Der Postbote hat gerade geklingelt, deswegen möchte Sammy gerade an die Tür gehen, aber mein Freund ist schon gegangen. Als Foundation habe ich zwei verschiedene, die ich jetzt auftragen möchte. Ich beginne auf dieser Gesichtshälfte mit der Born to Glow Foundation. Die ist hier in der Farbe Light Ivory. Das heißt, die könnte mir vielleicht ein ganz kleines bisschen zu dunkel sein, aber wir gucken mal. Oh, die ist schön. Ja. Passt auch farblich gerade gar nicht mal so verkehrt, ne? Ebnet schön aus. Sammy wartet noch. Die mag ich gerne leiden. Das verhält sich auch gut mit dem Primer zusammen. Ist eine schöne Kiste, ne? Die lässt sich definitiv aufbauen, ne? Also das kann man gut machen. Trotzdem ist es halt eher eine leichtere Deckkraft, weil meine Muttermale scheinen durch, ein paar Rötungen scheinen durch, Sommersprossen scheinen noch durch. Ich mag sie aber gerne. Auf die andere Gesichtshälfte, also auf die Seite, gebe ich mir die Total Control Pro Foundation. Die habe ich hier in der Farbe Alabaster. Schaut so aus und die ist extrem flüssig. Kommt auch mit so einer Pipette her, also die ist wirklich wie Wasser, ne? Das ist krass, wie flüssig die ist. Die trage ich mir ganz vorsichtig nur auf, weil ich möchte jetzt nicht zu viel Produkt auf meiner Haut haben. Deswegen, ich berühre auch nicht mit dem Applikator mein Gesicht, ne? Habe ich die jetzt nur so Punkte, 3 Stück und nehme wieder den Foundation-Pinsel, den habe ich so ein bisschen sauber gemacht im Handtuch neben mir und arbeite dann erstmal die Foundation ein. Mit diesen 3 Pünktchen habe ich schon eine höhere Deckkraft als mit der Foundation Born to Glow mit 2 Schichten. Krass. Spürt man auch null auf der Haut. Also auf der Seite habe ich dieses Gefühl von, ich habe mich gerade frisch eingecremt, ne? Also das ist kein unangenehmes Gefühl. Und hier spüre ich einfach nichts. Das ist Wahnsinn. Ich nehme jetzt auch nochmal das Schwämmchen und arbeite damit die Foundation hier ein. Unter dieser Foundation brauche ich auf jeden Fall einen Primer, der sehr reichhaltig ist, weil ich merke, dass es ansonsten zu trocken auf meiner Haut aussieht. Aber auch schon in einer Schicht gefällt sie mir eigentlich ganz gut, ne? Ich gucke mal, ob ich die ein bisschen aufbauen kann. Die deckt sogar hier unten so ein bisschen die Rötung auch ab, ne? Das finde ich schon krass. Ich muss aber sagen, dass es mir nicht so gut gefällt, sie aufzubauen, weil sie dann von der Nähe betrachtet relativ crusty aussieht, sich gerne dann so in Poren und Fältchen absetzt. Also da würde ich die eher in einer dünnen Schicht besser auftragen, ne? Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Ja, also wenn ich mir das wirklich mal so aus der Nähe betrachte, gefällt mir definitiv die Born to Glow Foundation um Längen besser. Die Drop Foundation, die wird wahrscheinlich eher weniger bei mir bleiben, weil die sich schon sehr absetzt. Also ich habe sie hier in meinen Poren wirklich sichtbar drin. An meiner Nase setzt sie sich auch irgendwie nicht so schön ab, ne? Und ist nicht ganz so meine Welt. Da mag ich einfach diese Seite deutlich lieber, auch wenn es hier etwas abgedeckter aussieht. Aber da arbeite ich dann lieber mit Concealer nochmal nach. Wo wir auch schon beim Born to Glow Concealer wären, den habe ich mir gekauft in der Farbe Light Ivory. Und ja, das ist der Born to Glow Concealer. Und immer wenn ich hier so Klebeviecher drauf habe, dann habe ich mir irgendwann mal irgendwas damit sagen wollen. Zum Beispiel, dass ich schon mal durch meine Sammlung durchgegangen bin und alle möglichen Produkte ausprobiert habe. Der kommt hier mit so einem Schwämmchen-Applikator. Und genau. Ja, da kann ich mir das dann so hochdrücken. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil dieses Schwämmchen dann natürlich irgendwann auch relativ spackig wird und ich weiß nicht, es ist immer so eine Hassliebe, die ich mit solchen Applikatoren habe. Aber wir gucken mal, wie der jetzt so unterm Auge performen möchte.
Der hat witzigerweise gar nicht so eine hohe Deckkraft, wie ich das von ihm erwartet hätte. Auch er hat eine Strahlkraft mit dabei, die sich auch schön einblenden. Und ich mag den eigentlich ganz gerne leiden. Ich hoffe, dass er jetzt nicht allzu schnell in die Fältchen kriechen möchte. Bei mir kriechen Concealer auf jeden Fall in die Fältchen. Da muss ich halt nachher auf jeden Fall noch setten und so. Aber er gefällt mir. Doch, schöner Concealer. Abgesehen halt von dem Applikator, wenn man den jeden Tag verwendet, ist es kein Problem. Aber wenn man, so wie ich, eine etwas größere Sammlung hat und den dann auch mal ein bisschen länger stehen hat, wird's schwierig. Um meine Augenlider zu prime, habe ich auch zwei verschiedene Produkte, wo ich jetzt einfach mal gucken wollte, ob das überhaupt einen großen Unterschied ergibt. Einmal habe ich in einem Adventskalender drin gehabt, die HD Studio Photogenic Eyeshadow Base. Genau, das ist einmal dieses kleine Produktchen und das kommt auf dieses Auge drauf. Die hat so einen Schwämmchen-Applikator und die tupfe ich mir mal mit dem Finger ein, um sie halt auch wirklich mal zu fühlen. Fühlt sich etwas pudrig an und sehr dickflüssig. Zieht aber gut so an, ne? Also das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, hier hätten wir einmal Eyeshadow Primer Nummer 1. Und dann gibt es einen neuen Lidschattenprimer, und zwar den Shadow and Liner Primer Ultimate. Ist dieser hier. Den habe ich noch gar nicht verwendet, das ist ja der Wahnsinn. Auch der hat ein Applikatorfüßchen und der fühlt sich haargenau so an, Leute. Also, ne, ist wahrscheinlich eher eine Neuauflage von dem HD-Photogenic-Gedönsen. Ich sehe da keinen Unterschied, wirklich nicht, ne? Ja, muss man selber wissen, welchen davon man schöner findet. Also, ja, ich habe jetzt beide da und werde sie verwenden. Einen Liquid Highlighter habe ich auch am Start, hätte ich auch als Primer oder in die Foundation reingemischt verwenden können, aber ich möchte den jetzt einfach so mal ausprobieren bzw. auftragen. Born to Glow Liquid Illuminator und ich habe den in der Farbe Sunbeam, das ist dieser hier. Den gibt es ja auch in einer riesigen Tube. Ich bin ganz froh, dass ich den in einer kleineren Größe im Adventskalender hatte. Ja, hat so ein Rausdruckvieh und sieht aus so Rosé-Perlmutt-Farben. Den gebe ich mir dann einfach mal hier so hin. Mal gucken, ob ich den so mit dem Finger eingetupft bekomme. Aber das funktioniert mit dem Finger, kann man nicht anders sagen, ne? Und es sieht auch schön auf der Haut aus. Nicht so super künstlich oder so. Der ist auf jeden Fall toll. Den mag ich. Auf dieser Seite arbeite ich den jetzt mal mit einem Schwämmchen etwas ein. Gut, da kriegst du dann wirklich noch eine leichtere Deckkraft hin, ne? Genau. Trägt auch jetzt so nicht... Trägt jetzt auch so nicht wirklich die Foundation ab. Das ist auch sehr positiv, weil das hast du ja manchmal bei Liquid Highlightern, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn man das halt über Puder aufgibt. Da, ne, sowas mache ich halt nicht. Ich gebe das halt immer unten drunter auf. Aber gefällt mir. Unter meinen Augen werde ich jetzt mit dem Mineral Matte Finishing Powder setten. Das ist dieses hier in der Farbe Light Medium, also eigentlich relativ dunkel. Ich hoffe, dass es nicht allzu wild dann aussieht auf unter meinen Augen. Auf unter meinen Augen läuft. Ich mache das mal mit so einem Highlighter-Pinsel. Na, ich würde sagen, das ist mir zu dunkel, ne? Weil das jetzt meine Augenpartie dunkler erscheinen lässt, als ich es eigentlich möchte. Nee, das zaubert mir eigentlich eher Augenringe hin, als dass es sie verschwinden lässt. Deswegen ist es wahrscheinlich eher weniger dafür geeignet, um an den Augen zu setzen. Das mache ich aber halt immer mit losem Puder. Schade Schokolade. Ja, nicht so unbedingt das, was jetzt so empfehlenswert und favorisiert ist von meiner Seite, muss ich sagen. Aber das liegt wahrscheinlich eher an der Farbe, ne? Weil das Puder an sich macht einen schönen Effekt. Um mein komplettes Gesicht abzupudern, habe ich das Can't Stop Won't Stop Puder. Das ist noch neu, habe ich noch gar nicht verwendet. Brightening Translucent. Und da ist ein Herz drin. Sowas feiere ich, ne? Solche Pressings, da bin ich einfach direkt vorne mit dabei und freue mir einen Keks. Dann nehme ich mir so einen fluffigen Puderpinsel und puder mein komplettes Gesicht einmal damit ab. Das Puder ist sehr leicht im Fännchen gepresst, sodass ich jetzt schon, obwohl ich nur ein paar Mal reingedippt habe, meinen Pinselabdruck da drin sehen kann. Ja, mag ich leiden, ne? Macht einen schönen Effekt auf der Haut, einen schönen Weichzeichner-Effekt. Ich bin natürlich jetzt super matt. Man sieht den Highlighter noch leicht durchscheinen. Auch den Glow der Foundation sieht man ganz leicht durchscheinen. Aber es ist eher alles mattiert, wie das Puder ja auch schon verspricht. Mir gefällt es aber so, weil da kommt ja noch mehr gleich drüber. Zum Beispiel dieses No-Filter Finishing Powder. Genau, sowas gebe ich, also ist in der Farbe Porcelain, ne? Das gebe ich mir gerne immer so in einem Hauch von einfach übers Gesicht. Es hat auch einen leichten Glow mit drin, ist ein gebackenes Puder. Mache ich den Pinsel einmal kurz, ja, pigmentfrei, gehe vorsichtig einmal rein und dann einmal ganz sanft nur so übers Gesicht, weil dann zaubert das auch einen schönen Glow. Ja, ne? So ganz eben nur.
Nichts Wildes. Hier habe ich ein bisschen Angst vor. Der California Beaming Bronzer. Wow, denn der hat Schimmer mit drin. Ist in der Farbe Free Spirit. Und ja, wie gesagt, der hat Schimmer mit drin. Der ist riesig. Bin mal sehr gespannt, wie der so auf meinem Gesicht sein wird. Ich kann mich nämlich nicht dran erinnern, als ich den das letzte Mal benutzt habe, wie das aussah. Ich habe den Pinsel jetzt hier auch wieder von Puderresten befreit. Ich klopfe mal ordentlich ab. Hui. Ja, auch das ist sehr dezent gepresst. Und dann kommt das auch erstmal so vorsichtig drüber. Ja, weil das ist sehr, sehr pigmentiert. Wow. Und hat einen Glow dabei. Das mag ich schon wieder, ne? Ich würde es aber eher als Bronzer-Topper sehen, obwohl ich den so echt schön finde. Guck mal, das hat jetzt so einfach sich auch ausblenden lassen. Man muss halt wirklich vorsichtig damit umgehen. Dann geht das auch. Crazy. Ich hatte so Schiss vor diesem Bronzer, finde ihn aber gerade so schön. Wahnsinn, auch diesen Glow davon, ne? Ich habe nämlich keinen Highlighter. Jedenfalls nicht als einzelnes Produkt von NYX. Deswegen hatte ich ein bisschen Angst, dass ich zu matt heute hier rauskommen werde. Aber das sieht voll gut aus. Also den mag ich tatsächlich. Hätte ich nicht mit gerechnet, Leute. Ich habe zwei verschiedene Blushes, die ich jetzt auch mit euch zusammen austesten möchte. Einmal habe ich aus der Utopia Collection den Soft Pink mit 1,7 Gramm. Der war im Adventskalender drin. Und den möchte ich jetzt einfach ganz gerne mit euch auf dieser Seite hier auftragen. Oder auf dieser Seite. Wir nehmen die Seite. Komm, wir nehmen jetzt mal die Seite und sind ganz fancy-bancy unterwegs. Auch hier mache ich den Pinsel von gerade einfach ein bisschen am Handtuch sauber. Ich bin ja so pinselwaschfaul manchmal, ne? Und dann gehe ich hier vorsichtig rein. Ja, die Produkte von NYX sind wirklich sehr pudrig. Also sehr leicht gepresst. Aber so bekommst du gut Produkt. Oh, schöne Farbe. Holla. Holla, holla, holla. Holla. Der gefällt mir schon, ne? Also mag ich gerne leiden. Ist ein schöner Blush, auch wenn er sehr pudrig unterwegs ist. Und dann habe ich mir den Sweet Cheeks Matte Blush bestellt in der Farbe Citrine Rose. Das ist dieser hier. Der ist auch dann aus dem generellen Standardsortiment von NYX. Also die Verpackung von NYX mag ich nicht so gerne. Die sind relativ plastik, billig, mag ich nicht so. Nee. Auch hier der gleiche Pinsel. Ah, der ist nicht so pudrig, okay. Der kommt hier hin. Ich dachte eigentlich, der wäre dunkler. Also dunkler als der, aber das ist ja genau andersrum, ne? Oh, Den mag ich noch lieber leiden. Oh, ist der schön. Wie schon erwähnt, ich habe keinen wirklichen Highlighter. Ich bräuchte theoretisch auch keinen. Aber ich hatte mal in so einer My Little Box Sonderedition diese Love Contours All Palette drin von NYX. Und da werde ich mich jetzt ein bisschen dran bedienen, weil ich habe weder einen Highlighter noch habe ich einen Augenbrauenstift. Witzigerweise, ich dachte, ich hätte den von NYX, habe ich aber wohl nicht mehr. Und kann jetzt hier mir diesen Highlighter nehmen. Und ja, den trage ich mir doch mal auf. Ist ein bisschen holographisch, aber wir gucken mal. Ne, den mag ich wohl, ne? Ja, lässt sich wohl sehen. Ah, wobei, wenn ich von Namen mir das angucke, ist es doch sehr rosa. Wow, 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 wow. Aber es geht klar. Komm, es geht klar. Weil der andere wäre mir jetzt, glaube ich, auch zu dunkel. Deswegen gebe ich mir jetzt diesen rosastichigen einfach mal lieber auf. So, Augenbrauen habe ich gesagt, ne? Da werde ich mir aus diesen beiden Farben jetzt einfach mal was zusammenmischen. Das ist ja auch der Augenbrauenton, der hier drin ist. Ist hier hinten auch auf jeden Fall so gekennzeichnet. Und dann schauen wir mal, dass ich hier so ein bisschen Form reinbringe. Ja, ich bin halt echt kein Ultra-Fan von Puder, also Augenbrauenpuder. Aber ja, ne, hat mir jetzt einfach nur die helle Farbe aufgetragen. Ich finde, das geht auf jeden Fall klar. Die Palette... Ich habe sie immer mal wieder behalten, weil ich eben keinen Highlighter von NYX habe, weil ich eigentlich bislang keinen Bronzer hatte und so weiter. Aber ich weiß noch nicht genau. Ich struggle immer wieder mit mir, ob ich die jetzt behalten soll oder nicht. Was ich aber auf jeden Fall gut finde, ist von NYX das Bear With Me Hemp Brow Setter Gedöns. Das hatte ich auch, glaube ich, in einem Adventskalender drin. Und das trage ich mir jetzt auf, in der Hoffnung, dass ich nicht allzu viel von dem Augenbrauenpuder wieder abtrage. Hat hier so ein ganz kleines, feines Bürstchen, Spoolie, finde ich ganz süß. Ich finde, so kann ich meine Augenbrauen auf jeden Fall lassen. Mag ich gerne leiden. Doch. Kommen wir nun zu der Lidschattenpalette. Da bin ich auch schon ganz aufgeregt. Ja, so schaut die aus. Und die Farben haben leider wie so oft keine Namen. Die NYX Ultimate Shadow Palette, Utopia oder Ultimate Utopia, die ist die kleine Palette. Wir haben hier 16 Farben drin. Sowohl Schimmertöne als auch matte Töne.
Du kannst damit hell bleiben, du kannst damit sehr dunkel gehen. Und ich glaube, man kann damit einfach unheimlich viel Spaß haben. Und Monsieur ist am Träumen. Aber so richtig. Ich liebe es ja, wenn ihr das macht, ne? So, jetzt hole ich euch mal ein Stückchen näher ran und dann gucken wir uns die Palette mal auf dem Auge an. Zuallererst nehme ich mir diesen, sehr knochenfarbenen Ton, um mein komplettes Lid einmal damit zu setten. Oh, da ist aber Krümelparty am Start. Dann möchte ich ganz gerne diesen, Military Green Ton nehmen, dieses schmutzige Grün, leicht Pastell, dunkelgrün. Gott, wie nennt man das? Und den gebe ich mir einfach hier außen hin. Da muss man vorsichtig sein mit solchen Tönen, weil das schnell nach blauem Auge aussehen kann. Also wirklich immer nur ganz vorsichtig aufbauen, ne? Ansonsten wird es halt irgendwann merkwürdig. Jetzt möchte ich gerne meine Lidfalte ganz dezent betonen, weil ich den Fokus auf die Schimmertöne legen werde. Und da nehme ich doch einfach mal diesen Altrosaton hier oben und habe hier auch immer noch den gleichen Blendepinsel. Da mache ich jetzt meinen Scheibenwischer auch mit einer ganz leichten Hand, ne? Um hier so ein bisschen dann eine leichte Definition reinzubringen. Ah, wenn ich das in das Grün rein verblende, sieht das wirklich schnell aus wie ein blaues Auge. Also da muss man unfassbar aufpassen. Ein Ton, den ich definitiv auf dem Auge sehen möchte, ist dieser Grün-Limettenton hier. Also nicht Grün-Limetten, sondern richtig Grün-Grün-Ton. Und den trage ich doch direkt mal mit dem Finger auf. Und Leute, guckt euch das an. Es ist so wunderschön. Und ja, der kommt direkt mit dem grün lackierten Finger, ich lieb's ja, auf mein Augenlid. Das sieht wirklich gut aus und das sieht jetzt nicht mehr nach blauem Auge oder sowas aus, ne? Weil dieses helle Grün das Ganze so ein bisschen auffrischt und das mag ich gerne leiden. Ich möchte mir jetzt gerne noch ein bisschen mehr was auftragen natürlich und zwar nehme ich mir einen ganz feinen Pinsel, das ist jetzt eigentlich eher so ein Lippenpinsel, ne? Und nehme mir damit dieses Lila auf oder Pflaumetönchen vielmehr und das setze ich mir ganz vorsichtig an den unteren Wimpernkranz. Das mache ich bewusst mit so einem präzisen Pinsel und bewusst nur ganz nah am Wimpernkranz, damit es bloß nicht aussieht, als hätte ich einen aufs Maul gekriegt, weil ja, das kann schnell passieren. Das wollen wir nicht. Gerade bei Lila, Grün, Rosa, ne? Das ist mit dieser Palette halt alles ein bisschen schwierig. Aber das geht auf jeden Fall so klar, mag ich gerne leiden. Jetzt möchte ich gerne meinen oberen Wimpernkranz etwas betonen und dafür nehme ich hier so einen Pinsel, den ich eben auch verwendet habe, um meine Augenbrauen nachzuzeichnen. Und hier habe ich so einen richtig interessanten dunklen Petrolton quasi, ne? Und den werde ich mir jetzt als Eyeliner setzen. Ganz nah am oberen Wimpernkranz gehe ich dann damit entlang, gehe auch komplett hier vorne einmal so durch. Und dann gibt es hier sogar einen kleinen Mini-Wing. Gefällt mir auf jeden Fall, ne? Das kann man so machen. Was mir so ein bisschen fehlt, ist hier so ein richtig schöner, heller Schimmerton. Wir haben hier so einen Knochenton, der auch ein bisschen Glitzer mit drin hat. Den kann ich als Inner Corner Highlight verwenden und auch als Augenbrauen Highlight. Jedoch hat der echt nicht so viel Kabumm, wie ich das eigentlich gerne immer hätte. Aber wir machen es trotzdem und nehmen hier diesen feinen Pinsel von dem unteren Wimpernkranz und den platziere ich mir dann im Innenwinkel und auch unter der Augenbraue. Und das ist tatsächlich auch das Einzige an meinem Augenlook, was ich nicht ganz so doll fühle. Ansonsten finde ich den echt schön. Als Mascara werde ich die Worth the Hype Mascara verwenden von NYX. Die hat ein Faserbürstchen, was sehr buschig ist und ja, so spitz nach vorne zusammengeht und ab geht die Party. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also die Mascara ist schön, aber sie haut mich nicht vom Hocker. Ne? Also das ist, kriege ich mit Catrice Mascaren besser hin. Wenn, also genauso, wenn nicht sogar besser. Ne? So wollte ich das sagen. Die macht einen schönen Schwung in die Kiste. Die macht auch irgendwie die Wimpern schwarz. Aber das ist jetzt halt nicht irgendwie so mega besonders, oder? Was meint ihr? Also ich, ja, ist halt eine Mascara. Ne? Aber wie gesagt, nicht so eine mega krasse Mascara. Ja. Zu diesem wirklich sehr, sehr kunterbunten Look möchte ich etwas zurückhaltende Lippen schminken. Und da habe ich hier dieses This is Milky Gloss Gedönsen. Ist wohl auch irgendwie re relativ neu. Cookies and Milk ist die Farbe, die ich mir gekauft habe.
Und ja, die habe ich noch nie ausprobiert. Ich möchte auch mal gucken, wie die so auf den Lippen sein wird. Ich habe ja die, wie heißt sie? Butterglosse. Und die finde ich richtig toll. Ich bin mal gespannt, wie das hier sich machen wird. Kommt jetzt einfach mal auf die Lippen drauf. Riecht ganz angenehm. Ja. Sieht ein bisschen aus wie tote Lippen, oder? Weiß ich nicht, weil das halt auch so einen leichten gräulichen Stich mit bei hat. Ist nicht meine Welt, nee. Also da bin ich eher so etwas. Ist wahrscheinlich einfach die falsche Farbe. Das Produkt an sich finde ich aber ohne Fäden, das ist gut. Fühlt sich auf den Lippen auch gut an, man spürt das Produkt. Es ist so ein Zwischending zwischen Lippenöl und Lipgloss, würde ich sagen. Weil man es halt spürt, man sieht es. Aber es ist halt schon dezent, ne? Also, ja. Haut mich, wie ihr sehen könnt, offensichtlich nicht so ganz von der Socken, ne? Ja. Ich mag die Farbe halt gerade auch nicht so super gerne. Klar, wenn ich so einen aufregenden Look schminke oder so einen auffälligen Look, dann darf die Lippe gerne so ein bisschen zurückhaltend sein. Aber das finde ich jetzt passend zum Oberteil, aber irgendwie nicht passend zu mir. Ja, ist halt mal was anderes. Komm, Claudinchen, jetzt heul nicht immer rum, wenn du mal Nude-Produkte verwendest, ne? Ja, also ist ein machbares Produkt. Also für den Alltag kann ich mir das gut vorstellen. Ein bisschen zurückhaltender ist es schon ganz gut, ne? Wie gesagt, zieht keine Fäden, ist zurückhaltend. Ich hab mal wieder irgendwie, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich weiß noch nicht, ob ich das behalten werde. Es ist nicht verkehrt. So viel dazu. Aber es ist halt auch nicht so überragend. Also das wäre jetzt tatsächlich hier mein fertiger Look. Ne, mit Pose. Ich fühle mich wohl damit. Ich finde diese Seite insgesamt einfach besser als diese hier. Irgendwie finde ich, dass der blushfleckiger geworden ist. Aber ich bin mir gerade nicht so ganz so sicher. Das wird noch ein paar Mal ausgetestet. Hier sieht alles irgendwie so richtig ebenmäßig, flawless, schön aus. Mag ich gerne leiden. Und ja, ne? Das wäre dann mein Full-Face-Nix für euch gewesen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, welche Marke euch vielleicht sonst noch so interessieren würde. Ich habe hier auch noch ein bisschen was stehen, was ich dann für euch plane. Und jo, dann war es das auch hier. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!